Das Aktiendepot unseres Mandanten wird in der Erbschaftssteuer künftig deutlich strenger betrachtet. Warum? Schauen wir uns in diesem aktuellen Video zusammen an. Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem kurzen Video zur Rechtsprechung, ja, junges Verwaltungsvermögen nur bei Einlage, Fragezeichen, beziehungsweise eine Urteilsbesprechung zu einem BFH-Urteil oder Urteilen vom Januar 2020. Vielleicht will ich so ein bisschen den Hintergrund erzählen von diesem Urteil. Ich glaube, wir alle wissen 13a, 13b Erbschaftssteuergesetz. Also die Befreiungen für Betriebsvermögen, die gibt es. Ja, die Grundsystematik hat man langsam verstanden, dass man grundsätzlich sagt, 85% frei, 15% pflichtig. Ein bisschen Kürzungen noch, das kennen wir alle. Und was Sie auch wissen, Verwaltungsvermögen ist grundsätzlich nicht begünstigt, aber da gibt es sogenannte Abzugsbeträge. Also ein Teil des Verwaltungsvermögens könnte doch unschädlich sein und könnte doch befreit werden. Das ist, glaube ich, denke ich, bekannt. Und was auch die meisten von Ihnen wissen werden, ist das sogenannte junges Verwaltungsvermögen, erbschaftssteuerlich nie begünstigt ist. Also wenn Sie sagen, ich habe in meiner GmbH, die ich jetzt hier verschenke oder vererbe, zum Beispiel ein Aktiendepot drin oder eine vermietete Immobilie und die ist jung. Jung heißt laut Gesetz kleiner 2 Jahre. Also ich habe diese Immobilie etc. weniger als 2 Jahre. Dann ist es auf gar keinen Fall Erbschaftssteuer begünstigt. Also das muss ich immer voll besteuern. Ja, da gibt es zumindest keine Befreiung, kein 13a, kein 13b dafür. Und jetzt war jetzt die Frage, was heißt jung? Also was wird hier abgestellt? Und die Grundintention, weswegen man diese Regelung eigentlich gemacht hat, war folgende. Man will verhindern, dass Sie Ihr GmbH jetzt verschenken und kurz vorher sagen, oh, ich habe ein Privatvermögen, noch eine Immobilie, eine vermietete. Die lege ich mal kurz in die GmbH rein. Das jetzt geht, ist eine andere Frage, wie tue ich da kurz rein? Dann verschenke ich die GmbH mit Immobilie an meinen Sohn. Der Sohn nimmt sich die Immobilie wieder raus, hat aber den Vorteil 13a, 13b, dass also da eine Teilbegünstigung hat. Das sollte verhindert werden. Also dieser Gedanke, man legt was ins Betriebsvermögen rein, verschenkt oder vererbt es begünstigt, das war eigentlich das Ziel der Regelung. Das steht aber so nicht im Gesetz. Im Gesetz steht nur drin, jung heißt kleiner 2 Jahre. Ja, jetzt ist einfach die Frage, was ist denn eigentlich, wenn ich dann nicht nur eingelegtes Vermögen habe, sondern ich habe mir frisch angeschafftes Vermögen. Ja, da hat jetzt der BFH mit diesen Urteilen aus dem Januar 2020 eben entschieden, gut, auch angeschafftes Vermögen kann jung sein, weil es kommt nur darauf an, dass es jünger als 2 Jahre ist. Und das kann ein Problem werden, beispielsweise für Ihr Aktiendepot. Warum? Die GmbH hat jetzt ein Aktiendepot, weil sie sich im Betriebsvermögen drin, ja, das ist Verwaltungsvermögen, da sind wir uns, denke ich, drüber einig. Und jetzt muss mir klar sein, im Aktiendepot, das schütte ich um oder schichte ich um. Ein paar Aktien werden verkauft, ein paar werden gekauft. Achtung, was passiert? Die Aktien, die zum Stichtag jünger als 2 Jahre sind, die sind jung. Die sind also nicht erbschaftssteuerbegünstigt. Dass die nicht eingelegt wurden, spielt keine Rolle. Es reicht, dass die GmbH die in den letzten 2 Jahren gekauft hat. Oder im Einzelunternehmen oder in der Personengesellschaft in den letzten 2 Jahren gekauft wurde. Das spielt also keine Rolle. Und das ist eine Verschärfung. Die Verwaltung hat das schon immer so gesehen. Da war sich bisher nicht ganz sicher, ob das so stimmt oder nicht. Jetzt wissen wir dank diesen BFH-Urteilen, dass das leider so ist. Und das bedeutet für uns, wir müssen sauberes Monitoring betreiben. Das heißt, wenn wir so eine Planungsrechnung machen, wie viel Steuer kostet denn meinem Mandanten jetzt das, wenn er seinen Betrieb verschenkt, dann müssen wir gucken, was steckt da eigentlich an Vermögen drin. Und wenn das Verwaltungsvermögen ist, gerade Aktiendepots, das halte ich also hier für ganz wichtig, gucken Sie halt mal, wann die Aktien angeschafft wurden. Und wenn die in den letzten 2 Jahren angeschafft wurden, dran denken, jetzt künftig voll zu besteuern. Das war bisher unklar, ob man das wirklich machen muss. Das ist hier die Thematik, die rauskam. Auch mal gucken, ja, also nicht zum falschen Zeitpunkt verschenken. Das wäre ein grober Beratungsfehler in meinen Augen, wenn jetzt ein Betrieb verschenkt wird und man sieht, da sind gewisse Aktien drin, großes Aktienpaket, 1 Jahr, 10 Monate alt. Ja, dann warte ich doch noch 8 oder 10 Wochen, dann sind sie über 2 Jahre alt, dann kann ich es verschenken, dann ist es begünstigt vielleicht. Das muss ich also meine Berechnungen, meine Planungsrechnungen mit einbeziehen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen, diese Urteilsbesprechung. Ja, achten Sie auf dieses junge Verwaltungsvermögen, gerade wenn Sie erbschaftssteuerliche Mandate betreuen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie gerne einen Daumen hoch geben. Sie können auch drunter kommentieren.
teilen Sie dieses Video fleißig. Ja? Der Kanal muss ein bisschen wachsen, deswegen gerne auch das Video entsprechend teilen unter den Kollegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.